Der schönste Moment im Studium war, wo ich den Brief von der Schule gekriegt habe, dass ich angenommen worden bin. Um meine Klasse kennenlernen. Das Netzwerk können aufbauen. Freundschaften, die wir geknüpft haben. Da wir gekommen sind, Filme geschaut haben. Auf den Filmsätzen zu sein. Sich schon aufs Feierabendbier freut. Das Kribbeln, das man hat, kurz vor dem Drei. Und am Schluss des Tages hat alles wunderbar funktioniert. Wie war das möglich gewesen? So vieles ist nicht gestanden. Zusammenarbeit, die ein Film ist. Das studieren zu dürfen, was man möchte. Wo ich den Schnitt für mich entdeckt habe. Wenn ich meinen Mitstudenten helfen konnte, ihre Projekte weiterzubringen. Da konnte ich mir eigenes Zeug machen. Ich war komplett frei und konnte machen, was man will. Möglichkeiten umexperimentieren. Der allerschönste Moment wird noch kommen. Die erste Festival-Zusage. Und als Abschluss von diesem Abenteuer haben wir sogar noch zwei Preise mit dem Film gewonnen. Das war extrem cool. Punkt. Ja, guten Abend zusammen. Ich begrüße alle recht herzlich zu diesem vierten Block unserer Talks über die diesjährigen Bachelor- und Master-Abschlussfilme der Fachrichtung Film. Mein Name ist Sabine Boss, ich bin Regisseurin und Studiengangsleiterin der Fachrichtung Film an der ZHDK. Und unser Gast heute, wo wir die Dokumentarfilme besprechen, ist Markus Imhof. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo. Hallo. Markus Imhof ist eine Legende. Wie soll man dein Leben irgendwie kurz zusammenfassen? Du bist behängt mit Preisen und Auszeichnungen. Du bist Spielfilmregisseur. Du hast eine Oscar-Nomination für deinen Film Das Boot ist voll erhalten und den Silbernen Bären. Du bist Autor, du schreibst deine Filme selber, du inszenierst Opern, du unterrichtest. Und seit einigen Jahren drehst du auch Dokumentarfilme. Dein Film More Than Honey hat sämtliche Zuschauerrekorde in der Schweiz gebrochen und ist der erfolgreichste Film aller erfolgreichste Dokumentarfilm aller Zeiten in der Schweiz und hatte auch im Ausland riesigen Erfolg. Und du bist auch ein großartiger Redner und ein präziser Denker. Und ich denke, was dein Werk ausmacht, ist, dass du immer einen Teil biografischen Ansatzes in deine Filme verwebst. Und das macht dein Werk so einzigartig. So, jetzt aber genug der Lobhudelei. Wir sind ja verabredet auf ein Getränk, auf eine Apfelsaftschorle. Ich habe mir jetzt auch eine eingeschenkt. Markus, du hast mir gesagt, du trinkst die immer nach dem Sport. Und was hat es mit der Apfelschorle auf sich? Ja, das ist, hoppla, jetzt leere ich da gleich das über mein Handy aus, das Wasser. Das ist so ein bisschen Heimwehgetränk aus der Schweiz. Und, also es ist so, ich bin zwar nicht aus dem Thurgau, aber ja, es hat so was Schweizerisches und ich bin immer neben dem Haus auf einem Boskop-Baum geklettert, um ein bisschen Überblick zu haben. Und also zum Wohl. Zum Wohl, zum Wohl. Können die Deutschen Apfelschorle? Können die das? Ja, die sagen Schorle, ja. Also das hat man ja in der Schweiz gelernt von den Deutschen. Also, und sie können das? In der Schweiz mischt man den Apfelsaft eigentlich nicht. Man trinkt einfach, bis man Durchfall hat. Gut. Ja, jetzt wollen wir nicht über Durchfall reden eigentlich, sondern über die fünf Dokumentarfilme, die du dir angeschaut hast. Drei Filme aus dem Bachelor und zwei Filme aus dem Master. Bei uns hat sich das ein bisschen ergeben in letzter Zeit, dass die Studierenden sich wieder viel mehr für Dokumentarfilme interessieren als früher. Und es freut uns sehr, dass auch schon im Bachelor Filme entstanden sind. Du hast die alle angeschaut im Vorfeld, hast viele Stunden damit verbracht. Wir würden gleich in Medias Res gehen und den ersten Film besprechen. Ich lese zunächst die Synopsis vor, die die Autorin Fabienne Koch verfasst hat. Und dann schauen wir einen kurzen Ausschnitt. Und dieser Film heißt Gespräche am Ende des Lebens von Fabienne Koch. Wie hält man das aus, alt zu werden? Was für einen Sinn hat das Leben noch, wenn man gar nichts mehr kann? Drei alte Frauen beantworten meine brennenden Fragen. Eine einsame Witwe lässt mich an diesem Sinn zweifeln. Eine ehemalige Tänzerin zeigt mir, was zu tun ist, wenn man nicht mehr tanzen kann.
Und für eine Nonne beginnt das Leben erst nach dem Tod. Eine persönliche Suche, wie man mit der unausweichlichen Endlichkeit des Lebens umgeht. Schauen wir uns einen kurzen Ausschnitt an. Als alleinstehende alte Person bist du überflüssig. Das klingt nicht so motivierend. Nein, aber es ist Tatsache. Jetzt natürlich ist es schon ruhiger. Das spüre ich. Und ist das gut? Also ich glaube, ich würde nicht einmal mehr die Energie und Kraft haben, so viel zu machen. Ich erfahre das wie einen Prozess im Alter, dass man sich immer mehr muss lösen, vor allem geistig, innerlich lösen vor allem. Gespräche am Ende des Lebens von Fabian Koch. Markus, was hast du für einen Film gesehen? Wie ging es dir beim Schauen? Also der Film ist sehr liebevoll und persönlich. Ich denke, die Stimme ist die Autorin. Oder es ist so schön, dass eben dieser Kontrast der jungen Stimme, die diese Fragen an die alten Menschen stellt. Und es ist sehr verblüffend, wie das anfängt. Also mit jemand, der die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt und selber gar nicht mehr da ist. Also dass das nur der Mörtelmantel ist, der sich allein bewegt und die Schlappen auf dem Boden und die Fernbedienung bedient den Fernseher. Und das finde ich eine sehr poetische Idee, dass jetzt bin ich da eingeschlafen im Computer, dass das Sterben so liebevoll als Trickfilm eigentlich, also das, was übrig bleibt, erzählt. Und wie es dann wechselt, also die nächste Figur wird einfach und klar eingeführt durch den, dadurch, dass es eine hochdeutsche Stimme ist. Also man weiß sofort, man ist bei der nächsten. Und da ist der Kontrast mit den Jungen dann noch größer, weil diese alte Tanzlehrerin, die auch etwas sehr Strenges hat, die diese jungen Menschen unterrichtet. Und da gibt es einen richtig beglückenden Moment, wo sie dann lächelt, wenn sie sieht, dass etwas funktioniert hat. Und dass der Film eben das auch zeigen kann, diese Entwicklung und diese Befreiung durch das Lächeln. Und dann unerwartet der Kontrast dieser Nonne, die sich richtig freut aufs Sterben. Also das ist wie dann fängt es an und so neugierig ist auf was nachher ist. Also das ist richtig wunderbar. Und wie sie auch dann diese Wolke anschaut und sagt, jetzt möchte ich da auf dieser Wolke sitzen. Und dann windet es ihr das weiße Tuch hinter dem Kopf, was in der Form der Wolke. Und nachher in der Kapelle ist eine andere Nonne, die ihr diese Wolke wieder zurecht macht. Also das sind sehr schöne poetische Formulierungen, filmische, finde ich. Fabian, ja, Fabian hat bei diesem Film alles selber gemacht. Die Kamera, das Licht, die hat sich wirklich ganz in diesen Film reinbegeben. Wir haben im Abschlusskolloquium lange darüber diskutiert, ob das sinnvoll ist, dass sie als Figur bei der Nonne nicht erscheint, dass die Filmemacherin sich aus der ganzen Nonnensequenz rausnimmt. Hat dich das gestört oder hast du da überhaupt einen Gedanken daran verschwendet? Ich habe das gar nicht gemerkt eigentlich. Also die ruht so sehr in sich selbst und es gibt ja die jungen Nonnen, die vorkommen. Ich glaube, die sind ja so stellvertretend für sie selber. Und nachher ist ja dann der mutige Hammer, dass da plötzlich die Hauptperson ein Kater ist oder vielleicht ist auch eine weibliche Katze. Und das Thema Euthanasie in diesem Thema, in diesem Film vorkommt. Und da finde ich eben gut, dass keine Katzenbesitzerin gezeigt wird, sondern dass das Sterben als Thema, dass man dem zuschauen kann.
oder muss. Und dass es nachher wieder in diese Befreiung geht, dass da nur noch die, die nackten Beine tanzen, die nur Finger sind, und dass das wieder in diesen charmanten Anfang sich zurückbegibt. Ja, ja. Ich, was würdest du jetzt, Fabienne, man spürt bei Fabienne, dass sie sehr auf der Suche ist nach ihrem eigenen persönlichen Weg im Filmemachen. Ich glaube, dass sie im Dokumentarfilm sicher gut aufgehoben ist, in diesem essayistischen Dokumentarfilm, darf sich ja weiter suchen wird. Hast du dir noch einen Tipp? Wie soll die, wenn du diesen Film gesehen hast du das Gefühl, was könntest du ihr mit auf den Weg geben, wo sie weitersuchen könnte oder wo sie sich Hilfe holen kann? Also ich glaube, ihre Stärke ist, wie sie mit Menschen umgehen kann und dass sie diesen Zugang findet zu den Menschen. Und das ist sicher die Tricksequenz hat etwas Charmantes, aber hat auch ein bisschen etwas Linkisches. Aber ich glaube, das passt gut auch rein, also wie wenn es die alte Frau fast selber gemacht hätte. Aber ich glaube, dass das Geheimnis ihrer Begabung ist, ihre Sensibilität Menschen zu begeben. Und ich habe gehört, dass sie selber auch ja vorkommt in diesem bewundernswerten Tanz in dem roten Tuch. Vielleicht das auch dazu stehen, dass man selber vorkommt. Es gibt vielleicht auch eine Kraft. Also ich weiß, wie man sich geniert davor. Ich habe bei meinem letzten Film Eldorado lange mich geziert, also darf man in einem Dokumentarfilm ich sagen? Genau. Mhm. Aber ich glaube, der Standpunkt ist ja die Grundvoraussetzung überhaupt für diese Arbeit und diesen Standpunkt in irgendeiner Form klar zu machen. Man muss da nicht immer ich sagen. Aber ich habe den Studenten erzählt, wir mussten ja in der Filmschule mit einer 70 Kilogramm schweren Kamera arbeiten, weil die gesagt haben, dann überlegt ihr euch, wo ihr sie hinstellt. Also der Standpunkt. Ja, spürbar. Ja. Und ja. Heute mit Handy kann ja jeder aus dem Hosensack filmen und man überlegt sich diesen Standpunkt gar nicht so. Aber ich glaube, in übertragenen Sinn ist das eigentlich eine der Grundlagen überhaupt unserer Arbeit, dass wir im Klaren sind, was wir für einen Standpunkt zu dem Thema und zu den Menschen haben, die vorkommt im Dokumentarfilm wie im Spielfilm. Gut, wir kommen zum nächsten Film. Ich begrüße jetzt unsere neu zugeschalteten Zuschauer, also von dem ZDK Diplom-Stream. Es ist noch mehr Leute da, die uns zuschauen. Markus, wir entwickeln unsere Arbeit einfach weiter und reden über die Filme, unsere Bachelor- und Master-Abschlussfilme im Dokumentarbereich mit Markus Imhof als Gast. Der nächste Film heißt Uns geht gut und ist von Lukas Bösch. Und ich lese die Synopsis vor. Drei Pärchen erledigen gleichzeitig ihre Einkäufe in einer Möbelhauskette. Alle stehen vor einer großen Veränderung in ihrem Leben. Ein junges Paar plant die gemeinsame Hochzeit und den lang ersehnten Umzug ins Eigenheim. Zwei beste Freunde beklagen sich über Pärchen und schreiende Leute im Laden. Für sie ist der Einkauf im Möbelhaus ein reiner Zeitvertrieb. Eine Mutter und ihre Tochter suchen im Eiltempo letzte Einrichtungsgegenstände für das neue Zuhause der Tochter. Drei unterschiedliche Perspektiven auf den Beziehungsalltag. Jetzt ein kurzer Ausschnitt. Aha, da kannst du drinnen lassen, mehr. Nein, eigentlich kann ich mehr als du, oder? Nein, da innen nicht. Ich denke, da innen ist viel mehr. Ja, aber weißt du, dann musst du mir nicht waschen. Dann kann ich auch selber waschen. Ja, dann musst du wissen. Na gut, dann wäschst du es. Das ist auch kein Problem. Auch meine grüne Sättchen. Ja. Ich weiss nicht, was würden wir feiern?
Es gibt eben Leute, die gehen anstoßen, obwohl sie nicht zum Feiern haben. Und wie wir Business machen, können wir einfach immer anstoßen und feiern. Das Lädli hat sich gefunden, was gesungen hat für dich. Hat zum Geburtstag? Ja, das ist schon herzlich. Uns geht's gut von Lukas Bösch. Bevor wir jetzt über diesen Film sprechen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Chat-Funktion auf YouTube eingeschaltet ist. Ihr könnt uns also Fragen stellen, kritische Fragen, Fragen zu Markus Imhof, die kommen bei uns live rein und da können wir darüber sprechen und darauf eingehen. Markus, das ist ein Bachelorfilm, Uns geht's gut, von Lukas Bösch. Lukas hat das Studium jetzt nach 3 Jahren abgeschlossen und studiert jetzt Biologie. Und er hat diesen ganzen Film ganz alleine auf die Beine gestellt. Er hat alleine die Drehbewilligung bei IKEA sich ergattert und hat sich da einfach hingestellt und Leute gesucht, die bereit sind, mit ihm mitzugehen. Wie hast du diesen Film erlebt? Ja, es ist absolut grässlich. Also nicht der Film, aber diese, was da vorkommt. Absolut beengend, klaustrophob. Und das erzählt er ja schon gut, dass die Titel schon auf einem Gefängnis von diesem Einkaufswagen sind. Und was ich gut finde, ist, dass er sich nicht lustig macht über die Menschen. Die könnte man ja eigentlich auch in die Pfanne hauen. Weil es ist ja, also dieser Lebensentwurf, der da sichtbar wird und in dieser furchtbaren Umgebung, es ist... Die Auswahl der drei Protagonistenpaare finde ich auch sehr interessant. Also die Mutter mit ihrer Tochter und dass das alles auch noch auf Ostschweizer Dialekt ist, macht es irgendwie noch pointierter. Dann die junge Frau, die wahrscheinlich Alkoholikerin wird, weil die spricht eigentlich immer nur vom Trinken. Und das junge Paar, das eigentlich das Hauptproblem hat, dass sie eben eine Familie wollen und Kinder. Und das alles in dieser erstickenden Glücksumgebung dieses Kaufhauses. Und was ich interessant finde, oder was ich gern eigentlich mit dem Regisseur diskutiert hätte, wie die Dialoge zustande gekommen sind, wie viel er heimlich mitgeholfen hat oder provoziert hat, dass diese Dialoge kommen, weil die sind ja zum Teil gut bis fast zu gut. Das finde ich sehr ein Wagnis, eine Gratwanderung, aber auch dann sehr schlagend, weil es ist so entlarvend, aber wie ich gesagt habe, nirgends, dass er sich jetzt da höhnisch über die Menschen lustig macht. Schön auch im Ablauf, wie sie sich dann verirren, also wie sie endlich froh sind, dass sie aus dem ganzen furchtbaren Gefängnis rauskommen. Wie die Euphorie sich dann löst in absolute Erschöpfungszustände, wo man nur noch dieses schreckliche Blut dann reinstopft am Schluss. Ja. Und also die Hauptkonsumenten, die dann auch noch konsumieren und die anderen, aber das auch der ganze Streit um den Baum, der dann gar nicht reinpasst und dann diese Grundsatzdiskussion, selbstständig zu werden, wo die Mutter sagt, dann musst du halt selber Auto fahren und geh mit deinen Freundinnen nächstes Mal. Also das ist eine wunderbare Schlusspointe. Das weiß ich jetzt nicht mehr. No Sugar Left, das ist irgendein Song, der kommt, oder? Also es ist eigentlich ja, die ertrinken alle im Glück. Und im Kann man vielleicht noch etwas zum Schnitt sagen bei diesem Film?
Der Schnitt ist ja doch, er hat ziemlich lange am Schnitt gearbeitet, weil er doch er ging dreimal drehen und hat dreimal sich wie Aufgaben gestellt. Also als Regisseur immer drei Aufgaben gestellt. Und deswegen kommen auch diese Dialoge ein bisschen gescriptet daher, weil er hat ihn Aufgaben gestellt, über diese Themen zu sprechen. Macht das Sinn, wenn ein Dokumentarfilm so angeht, in deinen Augen? Wie lange hatten Sie denn Zeit zum Drehen, also jeweils? Halben Tag, IKEA-Style. Mhm. Und wie lange haben Sie sich gekannt vorher? Nicht so lange. Nicht so lange? Nein. Ich glaube, dann ist das vielleicht die Hauptfrage. Ich glaube, je besser man die Menschen kennt und selber schon weiß, wo der Hase langläuft, dann könnte man sie da vielleicht leichter dann auf ihren Sprung helfen. Also natürlich ist das Kinderthema, das ist ja vielleicht am sichtbarsten. Aber eben, das einmal kommt es ja, wo man auch irgendwie so ein Modell von einem Kinderzimmer sieht, etc. Was mich erstaunt hat, dass zum Beispiel niemand ein Bett ausprobiert. Mhm. Also Störungen vielleicht auch, also dass man ihnen Störungen eingebaut hätte. Ja, ja. Jetzt war die Frage gestellt, aber sie dann versucht zu stören und dass sie in diesem Kontrast vielleicht dann etwas sichtbar geworden wäre. Aber ich glaube, man ab und zu merkt man, dass also die Sehnsucht nach Regie, obwohl es ein Dokumentarfilm ist, und das würde man natürlich nur aufheben können, indem man viel, viel länger dreht und viel mehr Zeit. Und auf allen hofft, dass die dann passieren. Gut, du, Markus Imhoff, du warst selber an der Filmhochschule. Du hast ja 68, 69, gab es ja mal einen kurzen Ausflug, wo die Schweiz eine Filmhochschule hatte. Da warst du Teil dieser Klasse. Wie muss ich mir den Unterricht vorstellen damals? 68, 69. Wir wissen jetzt schon, die Kameras waren 70 Kilo schwer. Ich nehme an, das Licht auch nicht viel leichter, oder? Nein. Die Scheinwerfer auch nicht viel leichter. Was habt ihr gemacht? Wie habt ihr gearbeitet? Also ich bin eigentlich immer noch begeistert von der Schule. Es war 67, 68. Das klingelt dann vielleicht, weil 69, wo es weiterging, sind wir dann ausgetreten, also haben rebelliert und sind mit Kurt Früh, unserem Lehrer, ausgetreten aus der Schule, die meisten. Das Thema, das Konzept der Schule war Filme anschauen und einen Film machen und alles möglichst selber und möglichst praktisch. Und jeden Film, den wir angeschaut haben, haben wir dreimal angeschaut, hintereinander. Und beim Film musste man einfach ins kalte Wasser springen und machen. Aber das Ziel war eigentlich, dass wir beim richtigen Schweizer Film, den es gar nicht mehr gab, als Assistenten arbeiten könnten, was keiner von uns Lust hatte zu machen, weil wir wollten dann alle unsere eigenen Filme machen. Und aber das professionelle Filme machen war 35 mm und damit man Ton filmen konnte, hat die Kamera einen Bleimantel gehabt und das war dann 70 Kilo schwer. Und das Tonbandgerät hat selber ein bisschen Geräusche gemacht, da musste man noch Kissen drauflegen, dass das Tonbandgerät nicht stört. Aber wir haben einfach wir waren vier Leute in einem Team und haben abwechslungsweise dann alle Berufe dabei gemacht und dann selber geschnitten. Und das war im Kunstgewerbemuseum, im oberen Stock waren wir einquartiert. Das war auch eine schöne Umgebung. Mit Lehrern aus Ungarn und eben Kurt Früh aus der Schweiz. Und konnten ihr alle Regie machen? Wart ihr Gegner, hast du eine große Konkurrenz verspürt oder war das großes Teamarbeit? Es gab Regie- und Kameraklassen. Der Kameralehrer kam aus Polen, der hat Polanski und Weide unterrichtet. Das war super spannend mit dem.
Und es gab schon auch ein bisschen Eifersucht der Laien, aber im Großen und Ganzen war es eigentlich, also da hat sicher 68 auch ein bisschen geholfen, war eigentlich das Gegenteil angesagt. Aber wir wurden, die Schule wurde ja sehr kritisch betrachtet, auch von der Zürcher Zeitung, Martin Schlappner, der im Alter dann ein Freund wurde, der gesagt hat, da werden jetzt alle, das werden jetzt Kommunisten draus, weil das ja Lehrer aus dem Ostblock sind, die hier unterrichten. Und der hat sogar einen Antrag gestellt, dass man diese Schule abstellen muss, weil das aus politischen Gründen nicht geht. Sonst wird die Schweiz links. Genau. Ja. Gut, wir kommen zum nächsten Film, den wir besprechen. Das ist Pushing Boundaries, ein politischer Film von Lesia Kordonetz. Das ist ein Master-Abschlussfilm, ein langer Film. Ich lese euch jetzt auch zunächst die Synopsis vor. Ah, noch eine Klammer. Ihr könnt diese Filme sehen im September im Kino Toni vom 22. bis 25. September laufen alle diese Filme. Sie sind jetzt noch nicht online geschaltet, weil die Filme noch nicht ganz fertig sind. Trading fehlt, Musik fehlt. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir sie dann real und hoffentlich mit Menschen im September zeigen im Kino. Wir würden uns freuen, wenn alle jetzt hier zu gucken, dann die Filme auch in ganzer Länge schauen. Gut, Pushing Boundaries. Die Sportler aus der ukrainischen paralympischen Mannschaft haben 2014 durch die Besetzung der Krim ihre Trainingsbasis verloren. Einige sogar ihre Staatszugehörigkeit. Während rund um sie herum Grenzen verschoben und Leute umgesiedelt werden, versuchen sie sich in einem kriegsversehrten Land, sowohl im privaten als auch im beruflichen, den neuen historischen Gegebenheiten anzupassen und sich für die nächste Paralympiade zu qualifizieren. Und nach den Wettbewerben, wo sie sehr erfolgreich sind, werden sie als Superhuman gefeiert und kehren zurück in eine müde Gesellschaft, wo der Krieg wieder neue Invaliden hervorbringt. Und das ist ein Ausschnitt jetzt. Ну, ёлки-палки, что за дисциплина, ребят? Что-то вы не готовы к Паралимпиаде, ну? То я прошу, вы идите, будь ласка, так, значит, вы уже в Рио идете, зрозуміли? Ну, ми в Крим їздили, постійно ми були на зборі, в Євпаторії, там база наша, вистроїли нашу базу. Доступність центру, вона дуже обмежена для паралімпійського движення України. Мы заложники ситуации. Я живу у себя в Крыму как гражданин иностранного государства. Мне пришлось взять вид на жительство. Я оформила вид на жительство. Эти комплексы могут поражать цели ракеты на высоте до 15 километров. Краймия. А не Краймия. А вы там Краймия, а to the games. A games where sport must be the winner. Pushing Boundaries von Lesia Kordonetz. Erzähl, Markus, wie ging es dir beim Schauen? Ich habe den Film anbehören zu schauen und dann war es zu spät und dachte ich, den schaue ich dann morgen erst an
weil ich dachte, da kommt ein Brocken auf mich zu. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das so gemacht habe, weil ich finde das ein Musterbeispiel für, wenn man einen Dokumentarfilm macht. Und er fängt, also dieser Doppelsinn, der erst langsam sich aufschlüsselt, also Pushing Boundaries, das ja eigentlich von Paralympikern gesagt wird, das Unmögliche möglich machen, aber eigentlich geht es um diese verschobenen Grenzen in der Ukraine. Und wenn ich jetzt die Synopsis, ich habe die Synopsis nicht gekannt, der Film, es ist so schwer, eine Synopsis zu schreiben, weil die verrät schon alles und das Geheimnis dieses Films ist, wie das so langsam und liebevoll in diese grauenhafte Thematik hineinführt und aber immer auch liebevoll und lebensfroh bleibt in den ganzen Auseinandersetzungen. Und wie der Film eben aus dem Individuellen der einen Protagonisten die in Beziehung setzt zu einem viel größeren Thema. Also das, was das Doppelsinn des Themas eben auch im ganzen Film. Und wie es anfängt, also das ist drum interessant, weil ich da aufgehört habe zu gucken. Ich dachte, es fängt ja so abstrakt an mit Bildern, die wie aus einem Science-Fiction-Film sind, ohne Menschen. Und dann diese wunderbare Erinnerung, wo er sagt, ich erinnere mich, wie man mich rausgetragen oder wie man uns rausgetragen hat und in den Sand gelegt und nachher ins Wasser. Also unheimlich poetisch. Und dann kommt einer im Rollstuhl, der sagt, und ich habe das jetzt alles gebaut. Dann denkt man, es kommt jetzt so ein Film über einen Behinderten, der es trotzdem geschafft hat. Und dann wird daraus aber ein Film über die Welt anhand dieses Behinderten. Und die Protagonisten, die vorkommen, sind ja alle wunderbar reich an, also diese, die Sitzvolleyballspielerin, ja. Und die zwei Ruderer, die dicke Frau und der Ruderer und der Gewichtsheber, also unglaubliche Protagonisten, die alle eine, also diese Geschichte eben erleben, dass sie der Ruderer, der ein Jahr von zu Hause weg ist und eigentlich als Verräter gilt, weil er ja im eben nicht zu Hause ist, nicht hilft, die Ostukraine zu verteidigen. Oder die Wahnsinnsbild, was man da gesehen hat, diese dicke Ruderin, die auf der Autobahn, auf dem Mittelstreifen mit dem Rollstuhl fährt, mit den beiden Stöcken, also ja. Und wie das aber, also es gibt sehr viel über diesen Film zu sagen, aber wie zum Beispiel dann wie das dann weitergeht, von der Kindheitserinnerung bis Putin und bis Sochi und dann Rio. Also diese Zwiebel, die immer größer wird und diese Bezügschaft. Und man spürt natürlich den persönlichen Bezug der Autorin dahinter, ohne dass das jetzt aber ein Propagandafilm geworden ist, sondern es bleibt immer an den Menschen. Und also das zeigt sich zum Beispiel an Art und Weise, wie sie den Sieg des Ruderers filmt. Also sie filmt den Trainer, der zuschaut, wie der rudert. Sie filmt die dicke Rudererin zu Hause, die aufgehört hat und am Fernseher sieht, wie der rudert und sagt, das ist ja eine Maschine. Und am Schluss sieht man noch, wie er siegt. Also das sind einfach sehr intelligente, raffinierte Entscheide, die ja eben den Unterschied machen zu einem normalen Fernsehfilm, oder? Also damit wird das, und der Trainer, der diese ganzen Bewegungen immer mitmacht, also das macht viel allgemeingültiger, obwohl es ganz auf den Protagonisten ist.
Was ich am beeindruckendsten finde, eigentlich, an wie viele Orte diese junge Frau hat Erlaubnis bekommen, also ab den Paralympiaden, an diesen Eröffnungen, also das ist gar nicht, kein Archivmaterial, das ist alles von ihr, also ihre Kameramänner, sie hat mit vielen verschiedenen Kameraleuten gedreht, Masterstudenten von hier, aber auch Leute aus der Ukraine, die die Kamera gemacht haben, wie sie das alles gewuppt hat, diese in diesen riesigen Mengen und in wichtigen Orten, wo du wirklich, da wird Geschichte geschrieben, irgendwo, wie sie da bei sich dabei ist. Das hat sie alles selber gedreht. Das ist eine Frage, die ich hatte, wie viel ist da Repertoire und wie viel ist selber gemacht? Ich habe heute noch mal mit ihrer Professorin Sabine Giesiger gesprochen, es hat alles selber gedreht, auch der Anfang. Unglaublich. Ja, es ist unglaublich. Hätte so ein Film, Markus, der ist ja, sagen wir mal, komplex und anstrengend zu schauen. Es ist kein Film, den man so nebenbei schauen kann. Da musst du dich wirklich konzentrieren. Hätte so ein Film eine Kommentarebene gut getan? Habe ich überhaupt nie eine Sekunde vermisst. Mhm. Also ich bin jetzt erstaunt über die Frage. Ich habe mir die Frage nie gestellt, weil jedermann kennt die Krim-Problematik. Also gut, ich war da in der Orangen Revolution selber zufälligerweise bei Recherchen bin ich da reingeraten und habe das ein bisschen, habe noch eine Tante, die aus Odessa kommt, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt da sehr viel mehr weiß als der Normalverbraucher. Also das müsste man vielleicht ein bisschen abklären, wie viel Vorwissen. Aber zum Beispiel, wie ja das in dem kleinen Trickfilmausschnitt gezeigt wird mit Pushing Boundaries, wo diese Linie so spielerisch... spielerisch mal anders verläuft, ja. Wird diese ganze Tragödie erzählt und es bleibt spielerisch und es ist überhaupt eben nicht Propaganda. Also das müsste man ein bisschen recherchieren, was man da... Aber ich glaube, man müsste eine andere Synopsis schreiben. Es ist den liebevollen Qualitäten dieses Films, den menschlichen Qualitäten des Films Rechnung trägt und nicht gleich mit dem Thema vorausschießt, sonst verschreckt man die Leute. Womit wir bei einem wichtigen Thema sind für unsere Studierenden Synopsen bleiben, ist ein unglaublich wichtiges Tool. Also Trailer finde ich nicht ganz sicher, ob das der beste mögliche Trailer ist. Ich glaube, man müsste wirklich sich besinnen, wo ist die Kraft, die aus den Menschen kommt. Dass man es nicht vom Faktischen nur hier angeht, sozusagen, die Fakten zusammenträgt. Wie das von einer Kindheitserinnerung anfängt, oder? Und am Schluss endet es mit der russischen, die singen tatsächlich die russische Nationalhymne und es sind die anderen, die in diesem Wasser schwimmen. Das ist einfach unglaublich und das muss die Synopsis irgendwie mitleisten. Also man muss auch, also es muss die Neugierde, wie es sein wird, man darf nicht zu viel verraten auch. Vielen Dank für diesen Beitrag, für dieses Feedback. Wir schauen noch einen Film an, bevor wir dann noch mal ein bisschen über dich reden. Und zwar ist es Araba von Jonas Pacht. Das ist der zweite Masterfilm, ebenfalls ein langer Dokumentarfilm. Und hier ist die Synopsis. Araba erzählt von drei Männern, die in der Schweiz aufgewachsen sind, aber keinen Schweizer Pass haben. Wegen Straftaten sind sie in die Türkei, die Heimat ihrer Eltern, ausgewiesen worden. Der Filmemacher dringt in ein verborgenes Milieu vor und erzählt Geschichten, die von den menschlichen Einzelschicksalen zeugen, welche sich hinter den politischen und rechtlichen Auseinandersetzungen um die Ausschaffungspolitik verbergen. Kleinen Ausschnitt jetzt. Also der hat ja das Einreiseverbot auf unbestimmte Zeit, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau.
blind gewesen. Wir haben es vor unserer Fresse gehabt. Und wenn ich jetzt zurück überlege, was mein Vater alles gemacht hat, er ist wieder in die Schweiz oder ganz allein. Alles vermissen. Ich vermisse Solothurn und die ganze Umgebung. Jede Ecke. Alles. Schlecht. Ich glaube, dass man eine neue Heimat finden kann, auf jeden Fall. Aber hier in der Türkei ist die fast von der Gesellschaft ein bisschen weg sein, damit ich mich wohlfühle. Ja, machen wir das einfach so. Ist gut. Ja, bitte schön. Arava hat den Preis gewonnen letztes Jahr. Markus, wie ging es dir beim Schauen von diesem Film? Ich habe am Anfang gemeint, ich bin am Escher-Wiesplatz. Und dann langsam merkt man, das ist doch nicht. Oder wann ist es jetzt in der Türkei? Also es fängt, es gibt einen schönen ersten Satz, so aufgesagt, bist du das Projekt? Also das ist ein Thema, was ich ja bei allen interessant ist, dieses sogenannte Point of Attack. Also wie fängt man an einen Film und wie nimmt man den Zuschauer in den Film rein? Und dann hatte ich das Gefühl, das ist jetzt viel Zeit vergangen und dann ging's, der hat jetzt das ganz abgemagert und hat einen Bart, habe ich gemerkt, das ist aber ein anderer. Also da jetzt im Unterschied zu dem Sterbefilm, ja. Wo die Sprache das ganz klar sagt, jetzt ist der Dritte, das ist ein anderer Protagonist. Und dann kommt man so rein in diese drei Geschichten und es wird immer unglaublicher und es ist so unwahrscheinlich, dieser Solothurner oder Aargauer Dialekt da in der Türkei. Und zum Glück ist der Film ganz anders als diese Synopsis, die man unbedingt umschreiben muss, weil es ist ein Film über Identität und über Heimat und über Gefühle und dass das auch noch eine politische Dimension hat, das muss dann da hinten irgendwo noch kommen. Aber wenn man mit dem anfängt, schlägt man das die ganzen Qualitäten dieses Films eigentlich tot. Und der Regisseur liebt diese Protagonisten und geht wirklich liebevoll mit ihnen um und nähert sich ihnen liebevoll. Und es gibt einfach unglaubliche Geschichten, also dass diese Hochzeit da mit diese Solothurn, glaube ich, oder Aargau, also die Schweizer in der Türkei, die sich da für diese Hochzeit in die Türkei kommen und er ist extra hingereist und hat dann noch diese Katze im Hotelzimmer. Also diese ganze Einsamkeit und die Verlorenheit ist da wunderbar. Und dass die Schweiz eben, dass nicht gezeigt wird oder höchstens eben im Handy oder im Skype-Gespräch. Und eine wunderbare, also dann kommt noch der Dritte, der Bauer, der Ältere, der einen wunderbaren Vergleich macht, also wenn man 50 Kilo trägt, für 10 Meter ist es gut und für 100 Meter ist es schlimm und nachher ist es 1000 Kilo. Also wie er diese Geschichte zusammenfasst. Und also es wird eigentlich, je länger, desto spannender.
und auch sehr gut montiert. Also zum Beispiel der Besuch der Freundin von oder der Frau von dem einen. Also es ist ja grausam, dass man eine Familie auseinanderreißt. Das Kind ist in der Schweiz, die Schweizer Frau ist in der Schweiz und der Vater ist in der Türkei. Und sie kommt auf Besuch und man weiß schon, das muss ja irgendwie schief gehen, wenn da so lange gewartet ist, bis jetzt der erste Kuss kommt. Und gleich nachher die Mutter, die den Dicken noch begleitet hat, die es nicht aushält vor Heimweh nach der Schweiz und die wieder zurückfährt. Und dann die Thematik des Militärs, dass er eigentlich zurück möchte, aber gar nicht mehr kann, auch wenn er dürfte. Kann er nicht sagen, weil er ja eigentlich in der Türkei ins Militär muss. Und der Alte ist aber dann im Militär und plötzlich ist er in Uniform und macht da eine Schweigeminute für die Gefallenen, die da auf die Kurden geschossen haben. Das ist unglaublich. Und dann diese traurige Geschichte, dass ihm die Mutter dann einen kleinen Hund kauft als Trost. Aber wenn man jetzt das vergleicht mit der Synopsis, sieht man einfach, dass das Leben und das Zentrum, die Wärme ganz anderswo ist. Man kann zur Geschichte vielleicht noch sagen, Jonas war Fotograf in der Türkei. Also Jonas ist Fotograf und war in der Türkei für andere Auftragsarbeiten und hat dann dort diese Jungs kennengelernt und hat sich dann mit diesem Projekt beworben bei uns im Master, weil er gedacht hat, das ist ein Film, den man drehen muss. Und ja, ich finde dieses Thema, also man weiß jetzt nicht, was dann passieren würde, wenn er zurückkommt und in Solothurn wieder in die alte Rille kommt mit seinen alten Kollegen. Aber die Grausamkeit der Strafe auf unbestimmte Zeit gleichsam. Oder auch, also wenn dann der andere, der Verheiratete, versucht, mit Schleppern und mit Anwälten zurückzukommen und das alles, und aber nichts Illegales macht, und dann antwortet die Frau, aber wenn du dann kommst, rasier dich dann. Also das sind einfach absolute Hammer-Szenen, die man als Spielfilmregisseur sich nur denken kann, wie kommt mir so ein Dialog in den Sinn? Das habe ich die ganze Zeit gedacht. Ich denke es immer wieder, wenn ich diese Dokumentarfilme schaue, aber grundsätzlich, es ist so viel spannender eigentlich, als dass wir uns da aus den Fingern zaubern für die Spielfilme. Wir hätten eigentlich Dokumentarfilme drehen müssen in unserer Filmschule und ich habe mich geweigert, weil ich so etwas Blödes wie Dokumentarfilm nie machen wollte. Und jetzt im Alter bin ich beim Dokumentarfilm gelandet und das ist wirklich, bis ein Schauspieler so gut ist wie ein richtiger Mensch, das ist das nicht mehr. Gut, wir schauen uns noch ein paar Menschen an im Kaffeezentrum. Wieder ältere Menschen, wir schließen sozusagen den Kreis des Älterwerdens. Kaffeezentrum von Fabian Steiner. Jetzt bist du mein großer Synopsen-Kritiker. Du musst dann nächstes Jahr zu uns kommen und unsere Synopsen mit unseren Studierenden besprechen. Also, in der Kleinstadt St. Gallen befindet sich ein Seniorencafé, das sich seit 27 Jahren kaum verändert hat. Die eigenwillige Dekoration und die beruhigende Hintergrundmusik laden zum Verweilen ein. Als Einmannbetrieb bietet der Wirt Vogel nicht nur Kaffee und Verpflegung an, sondern auch Gesundheitstipps und Blutdruckmesser sind im Angebot. Doch Vogel will sich pensionieren lassen, wodurch die Senioren ihr heimliches Kaffee verlieren. Noch ein letztes Mal will Vogel mit seinen Gästen das traditionelle Weihnachtssingen durchführen. Ah, ja. Rippli, Suchwort, Kesselfleisch, das ist übrigens eben die Astrid, die kennst du, oder? Tochter von der Margot. Die, wo die schöne Vögel gemacht hat. Ah, ja, das ist die älteste. Ja. Ja. Ah, wunderbar. Kommst du gerade Hunger rüber, gell? Ja. Und Frau Offro, wieder ein bisschen Wiener Honig drin. Übrigens, Frau Rüdesühl, es ist Ihnen ein Tisch reserviert worden auf der 3? Ja. Ja.
Vogelkaffeezentrum, Leute da. Das Apparat ist denn da im Haus zum Abholen. Ja, gut. Die Frau hat den Blutdruckmesser bestellt im Kaffeezentrum. Ich habe den Speck mitgenommen, Herr Vogel. Ja, machen Sie ja. Kochen den Speck. Kaffeezentrum von Fabienne Steiner, eine Bachelor-Abschlussarbeit. Also der Trailer ist sehr viel besser als die Synopsis. Hätten wir das auch nochmal besprochen? Gut. Es ist ein. Also eben, dass man einen Blutdruckmesser bestellen kann, nicht nur eine Cremeschnitte, ist ja eigentlich das, das ist die Zusammenfassung des ganzen Films. Also es war ein älterer Herr, der selber eigentlich auch da sitzen könnte, mit so viel Lebensfreude, die diese Herbergsmutter spielt und die ganzen alten Leuten bespaßt und ihnen da den Einstieg in den ersten Film möglichst einfach macht. Also es hat sehr viel Charme, man möchte eigentlich viel mehr noch wissen über ihn, aber es ist eigentlich schön, dass da keine Interviews kommen über sein Leben. Hat er mal versucht, Sänger zu werden oder so, weil er hat ja eine gute Stimme, aber wie er dann singt mit den ganzen Gästen, ist ja eigentlich dann einer der Höhepunkte. Aber das Geräusch der Kaffeemaschine ist eigentlich genauso wichtig, dass dieses Singen dann abbricht, dass er sehr gut montiert auch. Was erstaunt oder was man eigentlich erwartet, dass der auch mal einknickt oder einen Einbruch oder Tiefpunkt hat, aber der ist eigentlich immer, der strotzt immer von Glück und Energie und um ihn rum so die ganzen. Also es ist eigentlich ein sehr hoffnungsvoller Film. Also ich möchte nicht unbedingt gerne in dem Restaurant vielleicht selber sitzen, aber das ist eigentlich eine Institution in St. Gallen scheinbar so wichtig wie der Bischof. Und ich glaube, Fabian Steiner ist schon gelungen, sich der dasselbe Kamera gemacht, hat alles allein gemacht, den Ton, die Kamera da drin, also verschwindet irgendwann mit dem Hintergrund, dass die Leute einfach so sein können, wie sie sind. Und ihre große Leistung ist sicher auch im Schnitt dann dieser Humor, dass sie richtige Running Gags eigentlich hat einbauen können. Also ein humorvoller Film, Dokumentarfilm zu machen, ist auch nochmal ein spezielles Genre im Dokumentarfilm schaffen. Und auch eben, er macht sich nie irgendwie lustig über niemand. Man könnte ja daraus jetzt auch eine böse Komödie machen, aber es ist absolut liebevoll und ehrerbietig allen Menschen gegenüber, die hier vorkommen. Und die Kamera ist irgendwie unsichtbar, also das heißt, sie stört nie, sondern sie ist wie Teil, sie ist dieser Aufziehengel scheinbar, der da mitsingt, und das finde ich eine große Leistung. Und eine Einstellung, die mich erstaunt hat, aber die ich eigentlich unglaublich stark finde, weil es die Schlussanstellung ist. Also die Kamera bleibt da drin und das Licht wird gelöscht und er schließt die Kamera ein und geht weg. Und das ist eine raffinierte Idee, diesen Film zu beenden. Wie schätzt du ihn sein? Jetzt haben wir alle fünf Filme diskutiert, wir sind schon fast eine Stunde am Quatschen. Wie schätzt du insgesamt? Ich sage da bitte ganz ehrlich, die Qualität dieser dokumentarischen Arbeit jetzt ein. Also ich war sehr glücklich. Ich war mit allen Filmen eigentlich sehr glücklich, als Filme und als Begegnung mit Menschen, die diese Filme gemacht haben. Und ich glaube, das ist das beste Kompliment, was man machen kann.
Sehr schön. Dann danke ich dir, lieber Markus. Bevor ich dich entlasse, möchte ich noch wissen, wie geht es bei dir weiter? Du bist bei einem Projekt, bist du in der Finanzierung eines neuen Projektes, hast du erzählt. Ja, also ich habe das Glück, dass ich da ein bisschen erfolgsabhängige Förderung einkassieren kann, aber muss da einen ganzen Hürdenlauf an Bürokratie absolvieren, der viel Aufwand ist. Und also ich habe jetzt, wenn dann das alles klappt, habe ich für die nächsten 2 Jahre wieder zu tun. Also bevor, das ist jetzt nur für Recherche und Drehbuch. Und dann schaue ich mal, was ich für einen Geburtstag feiere. Ich hoffe, ich kann dabei sein bei deinem Geburtstag. In irgendeiner Weise wird man dich feiern. Nächstes Jahr, Markus, wird der 80. Nächstes Jahr ist unglaublich, du wirkst so jung. Und du hast alle unsere Studierenden, die waren schockverliebt beim letzten Seminar, als du bei uns warst, die waren schockverliebt und wir hätten wahnsinnig gerne an unserer Schule, so wann immer du in Zürich bist, komm vorbei und schreib unsere Synopsen vielleicht mit uns um, weil ich finde, das auch ist ein Riesenthema und so unterschätzt. Bin ganz deiner Meinung. Einfach die Synopsis muss gleich liebevoll und sexy sein wie der Film selber und wenn sie nur etwas so Offizielles ist, dann tötet sie das Leben ab. Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir von Herzen für diese Stunde. Markus, alles Liebe, alles Gute gelingen bei der Finanzierung. Du wirst es schaffen. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich verabschiede mich von euch und allen, die zugeschaut haben. Wir haben 4 Blogs von diesen Gesprächen, die alle sehenswert und lohnenswert sind. Ein Gespräch mit Markus Imhof habt ihr jetzt gesehen. Eines mit Andrea Stacker, eines mit Pierre Monard und eines mit Lisa Brunmann. Schönen Abend.